Habeln. So. Gut. Hier ist Usigos Tempel. Nee, Krypta. Nein. Gab, meinte ich so. Ach, und der Inquisitor ist hier, ne? Was machst du Während du mit... dich mit den Monstern amüsiert hast, sprach ich mit Ursigor. Und? Was hast du mit ihm besprochen? Ich weiß jetzt nicht nur, wie wir das Siegel brechen können, sondern auch, wie ich den Titan kontrollieren kann. Was soll das denn heißen? Befreie nun den Geist von Ursigor, damit wir das Tor öffnen können. Okay. Ich habe die Splitter gefunden. Das ist gut. Gib mich frei. Und wie soll ich das anstellen? Sag es. Sprich aus, dass ich frei bin. Erhebe dich, Geist, du bist jetzt frei. Erhebe dich, Geist! Du bist jetzt frei! Cool. Meine Fesseln schwinden. Spürst du es? Ich kann es spüren. Dann erfülle jetzt deinen Teil des Handels. Ich werde mich an unsere Abmachung halten. Nimm meinen Schädel und stell ihn zusammen mit den anderen auf die Altare vor dem Tor. Welcher Schädel kommt auf welchen Altar? Höre, ich sperrte den Titan ein. Salzaran war meine persönliche Wache. Okay. Gleichgestellt mit Zulutur, dem Priester, der Selseret beschwor. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt. Nun bin ich frei. Endlich frei! Gut. Du hast Ursegor befreit. Gute Arbeit. Jetzt steht uns nichts mehr im Weg. Was soll das denn heißen, du Freak? Okay, Sarkophag. Und hier ist Usigors Schädel. Ist Usigor eigentlich ein Mensch oder eine Echse? Ich glaube eine Echse oder so. Nee, kann nicht sein. Ich glaube, der ist auch ein Mensch. Gut. Wir sind fertig. Oh Gott, Wir die von mit dem verfickten. Wir folgen. Gut. Gut. Beweg deinen Arsch. Gottchen. Bin ich alt? Ja. Also, Dann okay, geh mal. Alter. Ich schätze mal, hin tun wir Usigor Schädel. Hier hin tun wir und toter Krieger. Priester und Beast. Okay, nichts passiert. Doch, irgendwas falsch. Das Nee, ist das eine war schon schlechte richtig, so. Idee. Das ist eine Nee, schlechte das war schon Idee. richtig so. Das heißt anders so. Hier kommt der Schädel vom Untoten. Und hier kommt der Schädel von Usigos. Oh Gott. Jetzt beginnt's. Wir haben es geschafft. Wir haben es aufgemacht. Es ist soweit. Ich bin am Ziel. Ursigor hat dir etwas erzählt. Was hat er dir gesagt? Ich kenne den Zauber, der notwendig ist, um das letzte Siegel zu brechen. Mein Okular wird ihn sichtbar machen und mein Wille wird ihn unterwerfen. Was hat er noch gesagt? Es ist der Titan des Feuers, der die Insel beschützt. Er verhindert, dass die anderen Titanen die Insel zerstören. Das heißt, wenn wir ihn befreien, wird die Insel zerstört?
Aber wir... Du geistig kranker, verurteilter Mann, Alter. Selbst wenn wir diese Insel nicht retten können, haben wir endlich eine Waffe, um die Titanen zu bekämpfen. Moment mal, du willst die Insel opfern? Hör auf! Du redest von Opfern, während da draußen der Rest der Menschheit vor die Hunde geht. Wach endlich auf! Das Festland ist längst zerstört. Der König ist tot. Wenn wir jetzt nicht kämpfen, wird es bald keine Menschen mehr geben. Nein, das kann ich nicht tun. Nein, das kannst du nicht tun. Kann ich nicht? Ich opfere eine Handvoll Bauern für die Rettung der Menschheit. Ich habe keine Wahl. Und wenn du das nicht kapierst, dann verdammst du uns alle. Dann werden wir alle untergehen. Ach so. Ich schätze, dann muss ich... Ich schätze, dann muss ich dich wohl aufhalten. Was denn? Du willst mich aufhalten? Ja. Und wie willst du das tun? Die stehen alle hinter mir. Wenn du nicht mal in meiner Nähe bist? Männer, tötet ihn! Was? Du räudiger Hund, du. Nimm dir einfach Usigos Schädel. Ja, und hinter mir ist eine ganze Bastion, ey. Zack. Zack, tot. Nee, doch nicht tot. Scheiße. Gut. Wie du es wolltest, ich werde euch alle töten, ihr müsst sicher. Denkt ihr, ihr könnt es mit dem Hauptmann der Banditen aufnehmen? Ach, das ist doch gelacht. Gut. Ihr seid Verräters. Ihr müsst in der Hölle schmoren. Nun hast du gefunden, was du gesucht hast. Ich habe versagt. Ich habe versagt. Was ist passiert? Der Inquisitor will den Titan kontrollieren. Du bist überrascht. Der Träger des Auges ist ehrgeizig und strebt nach Macht. Du selbst hast ihm den Schlüssel dazu gegeben. Dieser Versuchung kann er nicht widerstehen. Dann können wir nur hoffen, dass sein Plan funktioniert. Er wird scheitern. Niemand ist in der Lage, einen Titan ohne Hilfe der Götter zu kontrollieren. Du hast den Titan doch auch kontrolliert. Du hast den Titan doch auch kontrolliert. Das ist lange her und der Einfluss der Götter war stark. Nun, wo die Götter diese Welt verlassen haben, gibt es niemanden, der einem freien Titan befehlen kann. Frei von seinen Fesseln wird er wüten und alles verbrennen, was in seine Nähe kommt. Dann wird die Insel vernichtet und alle werden sterben. Nicht, wenn du den Träger des Auges aufhältst und den Titan zurück in sein Gefängnis zwingst. Noch ist der Titan schwach. Und selbst wenn er frei ist, ist er noch lange nicht im Vollbesitz seiner Macht. Doch seine Kräfte wachsen von Stunde zu Stunde. Schon bald wird ihn niemand aufhalten können. Wie kann ich den Inquisitor aufhalten? Der Inquisitor ist nicht wichtig. Es ist der Titan, um den du dich kümmern musst. Was muss ich tun? Nur ein Titanenlord kann den Titan wieder in seine Fesseln zwingen. Cool. Ich muss also selbst zu einem Titanenlord werden. Ja, das ist deine einzige Chance. Wie werde ich ein Titanenlord? Du musst den Titan im Kampf bezwingen. Klingt wie ein Kinderspiel. Du brauchst eine Rüstung, die dich vor der unsterblichen Glut des Titanen beschützt. Sonst noch was? Eine Waffe, um gegen den Titan zu kämpfen.
Nur wenn du beides hast, Waffe und Rüstung, okay, hast du eine Chance zu siegen. Wo bekomme ich die Rüstung her? Wo bekomme ich die Rüstung her? Nur von Titanen geschmiedetes Eisen kann dich schützen. Ich besaß so eine Rüstung. Okay, wo bekomme du ich seine musst Waffe sie her? Finden. Wo bekomme ich so eine Waffe her? Der dunkle Gott schenkte mir einst einen Hammer, um gegen die Titanen zu kämpfen. Nur mit ihm wirst du in der Lage sein, den Titan zu verwunden. Das ganze Zeug. Das hört sich alles ganz nett an, aber wo finde ich das ganze Zeug? Auf meinen Befehl hin wurde meine Habe an die Hohepriester der Echsen gegeben. Sie sollten sie bewahren und schützen, damit niemand in der Lage ist, die Titanen erneut zu unterwerfen. Also, wo sind diese Priester? Sie sind tot. Seit langer Zeit. Du musst ihre Gräber finden und die Siegel brechen. Gut. Dort findest du, was du brauchst. Wo finde ich die Gräber? Sie sind in den Tiefen der Insel verborgen. Doch ich warne dich. Meine Befehle haben immer noch Bestand und sie werden noch immer bewacht. Es gibt 5 Gräber und in jedem dieser Gräber wirst du einen Teil meiner Habe finden. Was für Siegel? Mächtige Kraftfelder.